Was ist blaues Sushi hinter dir? Ich mach schnell hin! Wir wollen jetzt schon brav laufen, gell? Ja, freilich. Der Himmel ist blau, aber nicht so blau wie du, du alter Gsuff! Du bist ein Gsuff! Bitte her dazu. Ja, ich komme schon. Jetzt bin ich aber halt unattraktiv. Ja, das passt schon. Das ist meine Frau. Dein Pickel da abdeckt. Das ist meine Frau da, gell? Ich bin schon die Frau, okay. Naja, ist ja wurscht, in andere Länder. Hi Leute! Vlog Nummer 19, nein, ja, Tag Nummer 25. Wir haben 3 Wochen schon fett überbuttert. Ich hab mich vorher gesehen als Gangster. Hab ich gehabt, geile Magenmittel. Ich hoffe, geht gut. Und warum hast du keinen Wikipedia-Eintrag? Ich lösche den immer jeden Tag. Es soll eine coole Bestellung kommen. Ja, weiß nicht, ob sie heute oder morgen kommt, aber sie wird Action machen. Ja, sie wird schon heute kommen, weil ich habe mir geschrieben, dass sie heute kommt. Also kommt sie schon fix heute? Ja, freilich kommt. Und ja, dann hoffe ich, dass es stimmt. Bringt das uns. Ja, dann hoffe ich, dass es stimmt. Ja, freilich. Und Homeoffice. Homeoffice habe ich heute wieder. Also es geht wieder ein bisschen Homeoffice-mäßig ab. Wir haben ein bisschen Sport gemacht, auch schon heute. Ganz brav, regelkonform, bravo, Corona, perfekto. Ich muss mal auf meine Liste schauen, welche Challenges wir noch abarbeiten müssen. Ja, irgendwie. Mit was ich den Leo noch drücken und fertig machen kann. Ihr werdet es sehen. Holt die Ohren steif, ihr Schweinsbech. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Viel Spaß mit Vlog 19. Und? Geil! Man muss aus, als sonst nichts. Gell? War das Blaue so schön hinter dir vom Himmel? Der viel besser, gell? Seit die Umwelt besser drauf ist. Der Film ist echt irre blau. Schau dir das einmal an. Wer ist das? Haha! Geht einkaufen zum Markt. Gemüse. Gemüse, 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 Gemüse. Ich habe einen Brief bekommen von meiner Cousine, von der Simi. Der ist aus München gekommen. Schauen wir mal, was sie mir geschrieben hat. Mann. Voll lieb. Liebe Gini, ich schicke dir ganz viele Bussis aus München. Ich hab dich lieb und vermisse dich. PS, love your vlog. Ja. Chronicles auf dem Vormarsch. Chronicles by Genie and Leo. Dankeschön. Deine Simi mit Jonas. So, und jetzt gibt's ein Shoutout zu Thomas S. Dank ihm habe ich mir das hier gegönnt. Garicol Gastro. Soll gut sein für die Magengegend, soll gut sein für geile Bauchgefühle. Dann hast du wieder den Flow, dann kriegst du den Flow zurück sowieso. Dann bist du richtig geil wieder abgedreht. Es ist für geile Magen niemals zu spät. Alter, das ist richtig kacke. Richtig kacke improvisiert, Alter. Ja, das hier ist Caricol Gastro und das ist komplett natural und es soll deinen Magen auffüllen. Diese Produktplatzierung wurde mir leider nicht bezahlt. So, ich werde das jetzt vor euch verzehren. Es ist kein Aluminium drin, Leute. Das ist das wichtigste Scheiß auf Aluminium. Bruder, du musst Aluminium scheißen drauf. Oh, das wusste ich nicht. Na gut, riechen tut's aber nicht, gell? Na, probier mal. Naja. Es schmeckt jetzt nicht unbedingt nach was. Eigentlich ist das voll okay. Noch Schub. OPC, Traubenkernextrakt. No drugs, no drugs. Only healthy stuff. Hey, what's up? Leo liebt seine neuen Nichthaare und deswegen will er weiterhin keine Haare haben. Genau. Brauchen Sie eine Unterschrift? Brauchen Sie nicht. Dankeschön. Schönen Tag noch, ja? Wiederschauen. Normalerweise bin ich nicht so unfreundlich. Aber was willst du machen? 36. E36. Terabyte. Da können wir jetzt ein voll lang Video machen. Yeah!
Da wird's morgen was Gutes geben. Ui, 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 Leben. Du reingekommen bist und alles. Aha. Und du wirst mich ignorieren und du willst immer nur mich zurückstecken. Was will ich? Mich zurückstecken! So, pass auf. Ich stelle jetzt da das Handy auf. Das kann ruhig jeder zuschauen. Da passt sich das jeder. Sehr gut, ja. Ich sehe, dass ich kein BH habe. Ich sag das einmal was, ja? Alter, ja? Du Trutschal! Ja, das ist die Spritze! Was ist das? Weg ab! Also. Na! Bist du dumm? Revlon Color Stay. Für ein perfektes Gesicht. So wie meines. Ich habe nur 375 große Poren und 14 Pickel. Dank Revlon Color Stay. Holen Sie sich jetzt die 24-Stunden-Garantie mit der Combination Oily. Ist das schon alles, was Revlon Color Stay kann? Nein, auf keinen Fall! Sie können hier das neue Revlon auch für Ihren Göttergarten kaufen. Was hilft das? Was macht das mit meinem Garten? Es macht am nur schierer. Schau, du kommst heim, hast eh schon einen geschissenen Tag gehabt, ja? Und dann sitzt da noch der alte Trottel da. Und was du ihm das draufschmierst, dass du nur mehr Grant auf dieses Arschloch. Und was bringt es mir, mehr Grant auf einen Arschloch zu haben? Dynamik! Ne? Bestellen Sie jetzt! Bei uns! Nur heute! Nein, auch morgen! Und nein, sogar übermorgen! Das neue Revlon Color Stay! Genau! Und es bringt zu Ihnen nach Hause wieder ein bisschen Action in dieser schweren Corona-Zeit. Ha! Vor einer Woche habe ich noch ausgesehen wie eine 25-Jährige. Jetzt sehe ich bereits aus wie 48. Dank Revlon Color Stay. Bestellen Sie jetzt! Bei uns! Nur heute! Nein, auch morgen! Und nein, sogar übermorgen! Das neue Revlon Color Stay! Genau! Mit wem telefonierst du da? Ich telefoniere mit dem Isha. Hast du eine Affäre? Das ist meine Affäre aus Marokko. Alter, wer bist du? Marhaba, marhaba. Alter, wer bist du? Alter, wer ist das? Das ist meine Affäre. Alter, wie, warum? Jetzt komme ich drauf. Super, sehr gut. Geil. Wallah, Habibi. Was? Jo, passt. Jo. Habibi. Gesundheit. Jetzt siehst du wenigstens einmal, was das für eine Beidel sind, nicht? Auf der anderen Seite sie da auszustellen, besser, wohl besser wissen, dass es anders ist. Herziehen über diese tollen Maßnahmen der Regierung. Heute wollen wir laufen, wie wir da gerade am Meidlinger Markt vorbei joggen, ne? kommen da zwei alte Frauen auf uns zu. Ich glaube nicht, dass die in einer WG wohnen. Und die eine sagt so zu mir: Na, auf einmal müssen sie alle laufen, die ganzen Analphabeten da. Was ich hätte sagen müssen. Ja, das hat ja nicht schon. Was ich hätte sagen können. Ich kann rechnen. Was ich wirklich gesagt habe. Hören Sie reden alle Tag. Und du findest den nicht lustig? Okay, dann erzählt du einen Witz. Und wenn ich den nicht lustig finde, dann blase ich den weg. Danke, dass ihr den Vlog angeschaut habt wieder. Das war sehr schön. Vielleicht wurde jetzt erst wer vorgespielt. Was mit den Heuschrecken passiert, das werdet ihr morgen sehen. Ich bin heute auch ausnahmsweise mal nicht zum TikToken gekommen. Ich habe mir heute einen TikTok-freien Tag gegönnt. Aber hier eines der TikToks, das ich gestern hochgeladen habe und das gute Klicks bekommen hat. Was bin ich? Ein Nudellauch. Wo sind gute Klicks? Haha, nicht lustig, gell? Ich hab auch nicht lustig gefunden. Wo sind gute Klicks? 40.000 hat es gekriegt über Nacht. Ich hab auch ein paar mit ganz viele Tausend. Also wenn ihr TikTok habt, dann schaut mal rein. Lamborghini Gold auf TikTok ist mein Account. Geht langsam jetzt ein bisschen los mit den Klicks. Bin ich sehr gespannt. Und? Was hast du so zum Erzählen? Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich am Dienstag zum Mittag fertig. Kann ich heimgehen. Adios! Und ich hoffe, dass ihr irgendwann einmal das wünscht. Eventuell. Nein. Aber.